Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. So, da geht's auch schon wieder in die nächste Runde unserer 10-Euro-Überraschungsshow. Und es ist schön und gut und richtig, dass Sie dabei sind, denn wir haben in den kommenden 30 Minuten jeden einzelnen Artikel für Sie auf gerade mal 10 Euro herunter reduziert. Das persönlich nenne ich ein unglaubliches Schnäppchenparadies. Und Sie können gerne auch bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen, es sei denn, wir sagen Ihnen etwas anderes. Grundsätzlich bestellen Sie bei uns gebührenfrei unter 0800 51 51 und 3-mal die 4. Und sehr gerne würden wir Ihnen verraten, was kommt. Wir wissen es aber selber nicht. Aber eine Dame, die weiß das ganz genau und die holen wir jetzt mal dazu. Das ist unsere Monika. Die ist die Einzige, die weiß, was da in diesem Kästchen zu finden ist. Ja, uns macht die Sendung unglaublich viel Spaß, weil wir natürlich genauso wie Sie immer sehr gespannt drauf warten, was in den Boxen drin ist. Was haben wir denn als erstes, Rebecca? Ist schwer? Es hat keine gerade Form. Keine gerade Form? Doch. Doch. So, wir zeigen Ihnen einen Würfel, meine sehr verehrten. Nein. Also, es ist ein Vierer-Set. Damit fangen wir schon mal an. Ein Vierer-Set. Vierer-Set, Solar, LED, Wand- und Treppenleuchten. Und zwar für den Außenbereich. Das heißt, die sind entsprechend wind- und wetterfest. Und da wir hier von einem Vierer-Set sprechen, ist das natürlich mal ein richtig tolles Angebot für gerade mal 10 Euro. Das sind 2,50 pro Stück. Umso erstaunlicher, wenn man sich überlegt, dass man hier noch nicht mal mehr für eine Stromzufuhr sorgen muss. Das macht die Sonne höchstpersönlich, denn ganz einfach über das Tageslicht und das eingebaute Solarpanel wird hier der Akku mit bis zu 6 Stunden mit Strom versorgt. Und selbstverständlich haben wir hier einen Dämmerungssensor. Das heißt also, sobald es dunkel wird oder dämmerig wird von der Beleuchtung her, geht das Licht hier automatisch an. Und wir sprechen von 20 Lumen. Das ist sicherlich kein Scheinwerfer, um eine komplette Fassade anzuleuchten. Aber ich persönlich finde genau die richtige Leuchtstärke, um hier mal Stolperfallen beispielsweise zu vermeiden. Viele haben jetzt mal so den Weg von der Garage zum Beispiel mal zum Hauseingang. Da hat man so einen kleinen Weg, da ist es häufig dann gerade in der Dämmerung, gerade in den Abendstunden vielleicht dann doch etwas dunkel. Da kann man natürlich super mit so etwas arbeiten. Am Gartenzaun entlang finde ich die mal sehr schön. Oder auch gerne mal so an der Fassade mal so ein paar dezente Lichtakzente da reinsetzen. Finde ich eine ganz tolle Angelegenheit. Schön sind sie, schön dezent vor allen Dingen. Letzteres hat der Papa von einer Freundin gemacht. Der hat ganz, ganz viele von denen bestellt, allerdings zum regulären Preis und hat damit genau seine Hausfassade auch bestückt. Ich habe es mir selber noch nie angeschaut, aber sie schlagen hier im Gegensatz zu dem Kollegen wahnsinnig viel Geld. Schauen wir es uns mal an bei pearl.de. Da liegt der Preis bei knapp 21 Euro. Wir haben den Preis hier mehr als halbiert für sie. Und gerade wenn du jetzt eine ganze Fassade damit bestücken möchtest, einen ganzen Weg, lohnt sich das hier ja mal richtig. Ja, vor allem die leuchten so leicht nach unten. Das heißt natürlich genau dahin, wo sie hinleuchten sollen, mit dem Weg hier, sehen Sie das? Und super schick, ich schalte es mal hier an die Seite, da sehen Sie, dass das Licht so leicht nach unten geht. Halt's hier nochmal rauf. Und hier eben aus Edelstahl. Das sieht also auch noch sehr, sehr hochwertig aus hier, diese Lampe. Kinderleicht anzubringen. Sie müssen sie wirklich nur an der Wand festkleben oder festschrauben. Hier sind kleine Ösen, an denen man das aufhängen kann. Ohne Kabel, ohne Batterie. Die lädt sich jeden Tag selber auf hier und leuchtet Ihnen dann den Weg hier. Oder verschönert Ihr Haus so als Lichtakzent. Finde ich auch eine tolle Idee, was du gesagt hast, Rebecca. Einfach mal so rings ums Haus rum. So, jetzt haben wir hier noch haben Sie ein Leuchthaus. Ja, ein Leuchthaus. Was lacht ihr? Ja. Nichts. Der Till aus Alt-Lussheim, der schreibt uns, ich habe diese Lampen, ich habe diese LED-Leuchten im Jahr 2021 gekauft und verbaut. Die leuchten noch wie am ersten Tag, habe deshalb nochmals 8 Stück davon bestellt, funktionieren ebenfalls top. Ja. Also bin sehr zufrieden. Aber jetzt nochmal bitte, 4 Stück davon für 10 Euro, also für 2,50 eine solarbetriebene Außenleuchte zu bekommen, das halte ich für fast ausgeschlossen an jeder anderen Stelle. Ja, also wenn du Glück hast, kriegst du mal einen Schnapper, aktuell mal für 15 oder für 20 Euro mal 2 Stück oder sowas, aber 10 Euro für 4 Stück ist natürlich mal ein richtig tolles Angebot hier. Also schön sind sie auch noch, gut verbaut, schöne Qualität hier mit Edelstahl und Kunststoff in der Kombination. Und das Ganze mit der Bestellnummer NX6819 und die 569. Gerne mehrmals bestellbar, also gerne bis zu 5-mal bestellen. Dann können Sie also ähnlich wie der Bekannte von
von Rebecca da, also einmal rund um die Fassade ein bisschen was ausleuchten. Viele machen das gerne mal bei dem Gartenzaun. Ja, wenn die so kleine Mäuerchen und so weiter dazwischen haben. Das sieht einfach toll aus. Und ich muss ja echt mal ein Foto machen, glaube ich. Ich muss ja mal vorbeispazieren. Ja, sehr gerne. Zack. So. Sehr schöne Lampe. Die Preise gelten übrigens für nur 2 Stunden. Dann kosten die wieder alle Produkte ihren Ursprungspreis hier. Nicht den Briefumschlag knicken. Wir haben neue, Briefumschläge haben wir heute bekommen. Ja, TV-Premiere. Gülden. Das ist richtig schön. Auch schön, schön groß. Also, es gibt jetzt hier das ist ein Etui. Ich würde fast mal behaupten, da ist eine Brille drin. Und ich habe eine Vermutung, was das für eine sein könnte. Du hast recht. Och. Wow. Die Brille hat einen Clou, Moni. Einen Clou hat die Brille? Die kann man, das ist eine Sonnenbrille. Und da kann man die Tönung verstellen. Entweder zu sehr vertönt, sehr dunkel oder eben nicht so. Gerade, ich finde das ja immer so lässig, wenn man mit der Sonnenbrille irgendwo reinkommt, sieht man erstmal nichts. Hier kann man die ganz einfach heller wieder stellen. Boah, die sieht ja super aus. Carsten hat versucht, sich aufs Bild zu mogeln. Ah, sieht an euch beiden gut aus. Total normal. So. Guck mal, bei Carsten ist die mehr getönt als bei Moni, ne? Hi. Ich bin sprachlos. So, das ist selten. Jetzt machen wir die aber mal heller hier. So, ich hab's jetzt mal ganz dunkel. Ja, zeig mal. So, da ist ein kleiner Knopf oben dran, weil da können Sie die Tönung selber einstellen. Hier, der Sören spannend. Aus Bochum schreibt, schick und innovativ, passt sogar über meine normale Brille. Kann ich weiterempfehlen. Perfekt zum Auto- und Motorradfahren, natürlich. Ständig wechselnde Lichtverhältnisse kann man hier die Tönung angleichen. Ja. Und sogar hier mit UV-Schutz. Also das ist nicht nur ein Gag, sondern das ist eine richtige Sonnenbrille. Ja, sehr sieht cool. Das gut aus? Ingo, machst du auch mal. Er hat geschrieben, man kann die über die Brille tun. Das probiere ich jetzt mal aus. Die über die Brille anziehen? Mitnehmen? Über die Brille? So. Kaufen, auf jeden Fall. Bestellen. Guck mal. Die sieht cool aus. Sieht die geht aus, über ne? die Brille rüber. Die sieht echt cool aus. Wo ist der aus. Knopf? Lass mal sagen, ich habe ihn, ich habe ihn. So, Achtung. Sehen Sie jetzt meine Rebecca. Augen? Oh. Sehr aber Ingo, dir steht sie auch. Danke. Ja. Gehst du mal über jetzt, deine Brille? Ja, ich habe die jetzt hier einfach über meine Brille rüber getan. Achtung, einwandfrei hier, ne? Kann man richtig cool mit aussehen. Das ist ja so 80er Jahre Retro. Wir hatten die früher, Carsten, ne? Bitte was? Wir hatten solche Brillen früher. Ja, selbstverständlich. Ne? Die sind voll in. Das ist ein Modell, das kennt man so, ne? Ja gerade so ein etwas kräftigerer Rahmen und etwas breiterer Bügel. Das ist top angesagt aktuell. Ja aber die meisten Brillen haben eben eine Glasstärke oder eine gewisse Glasfarbe. Die kannst du nicht verändern. Hier, wie viele Positionen sind das? 4, 5 oder was? Ich finde das praktisch. Hast du jetzt nicht gezählt beim Durchklicken? Kennt ihr das, wenn man Auto fährt und dann im Tunnel ist? Dann kann man das hier so ein bisschen heller machen. Einstellbare, man muss die gar nicht absetzen. 7 einstellbare Tönungsstufen. Ja. Wow. Siehst du? Guck mal, jetzt sehe ich das hier. Habe ich es jetzt mal heller gemacht? Jetzt gucke ich wieder in den Scheinwerfer. Jetzt habe ich es wieder dunkel gemacht. Ja. Das ist ja genial. Ne? Mhm. Es gibt cool, ja auch Sonnenbrillen so im Haar zu tragen. Ja, vor allen Dingen hat sie keine Nasenbügel, wo die Haare dann hängen bleiben. Ja, da kennt sich wer aus. Ja. Ja, du musst die Brille immer sauber machen. Haarspray ist das echt doof. Nee, das ist nicht mal das Problem. Aber wirklich, dass du dann die Haare hier so dran hängen hast. Aber das ist hier richtig smooth. Stimmt, meine langen, wehenden Haare. Die Retro-Sonnenbrille mit einstellbarer Tönung heute bei uns in der 10-Euro-Show. Kostet sie nur 10 Euro. Und der Preis ist auch einfach zu merken. NX101069. Das ist die Bestellnummer für diese Sonnenbrille. Die können Sie auch gerne bis zu 5-mal bestellen. Mensch, die sieht richtig klasse aus. Ne? Du behältst die jetzt gleich mal. Ne? Der Moni hat sie nicht mitgenommen. Das war ein Geschenk, von Moni, glaube ich. Oder? Moni, war das ein Geschenk? Ja, klar, sagt sie. Ihr wollt meine schönen Augen nicht sehen. Diese Ruhe. Jetzt darf ich endlich mal auspacken. Oh. Und wir gucken zu. Technik. Wir gucken uns das Spektakel jetzt mal aus sicherer Entfernung an. Aus sicherer Entfernung. Hier wird schon hast du gedacht? Guck mal, da schmeißt er schon wieder mit Kabel. Fängt er mit Kabel zu schmeißen. Das ist der Artikel. Das Besondere daran ist, dass wir hier die Power Delivery Technologie mit drin haben. Das heißt, Sie können hier mit ultraschnell laden bzw. ultraschnell auch Daten übertragen.
Also ideal als Ergänzung beispielsweise zu dem MacBook, wie wir es gerade sehen, oder das iPhone, Samsung Galaxy und so weiter. Das sind ja alles so die, die Dinge, wo du so ein USB-C-Datenkabel mal brauchst. Nein, vor allem auch als Strom. Als Stromquelle eben, braucht man spezielle Kabel. Die haben da vorne ist so eine kleine LED-Anzeige drin, in dem Ende, was Moni hält. Da ist ein Chip drin, der regelt den Strom. Da können Sie mit einem normalen USB-C-Kabel beim MacBook und so nichts machen. Da müssen Sie ein spezielles Kabel kaufen. Das kostet normalerweise eine Menge Geld. Und hier an der Anzeige kann man sogar sehen, wie viel Strom da gerade durchfließt. Das ist cool. Aber allein schon diese Kabel sind sehr, sehr teuer, wenn man diese Power-Delivery-Kabel sich holt. Und das hier ist richtig gute Qualität, auch nur mit einer Stoffummantelung, wenn ich das richtig... Das liebe ich. Die sind hervorragend hier. Und lang genug, endlich mal lang genug. Wie lang ist das? 1,20 Meter? Ja. 1,20 Meter, ja. Volltreffer. Cool, sehr cool. Man kennt das hier, die klassischen Ladekabel, die häufig mitgeliefert werden, im Lieferumfang enthalten sind. Die sind so, in der Regel so mit Kunststoff ummantelt. Ja, die haben so ein paar Mal benutzt und schon brechen die gerade hier an diesen Stellen zum Stecker hin. Ganz gerne mal auseinander. Klar, ist auch nicht für die Ewigkeit gemacht. Hier haben wir nochmal so eine Art Verstärkung drumherum. Mhm. Das heißt, speziell die empfindlichste Stelle dieses Kabels ist nochmal zusätzlich geschützt. Das gilt für beide Seiten. Und im Übrigen ist natürlich auch diese Nylon-Ummantelung hier, diese Stoffummantelung, weiß nicht, was das für ein Material ist, aber natürlich auch extrem, extrem robust und reißfest. Also das macht definitiv schon einiges mit. 1,20 Meter finde ich großartig. Häufig hat man das Problem, dass man eben nur doch ein paar Zentimeter mehr bräuchte, vom Netzstecker zum mobilen Endgerät. Und insofern, glaube ich, ist hier ein extra langes Kabel mal genau das Richtige, was man gesucht hat. Schön. Ja, Diana hat so ein USB-Kabel, also jetzt nicht USB-C auf USB-C, auch durch diese Stoffummantelung. Die hat das im Auto und das hält schon 4 Jahre. Und das will wirklich was heißen. Diese Stoffummantelung ist wirklich gut und hält das Kabel eben länger am Leben. Die Bestellnummer ist die ZX3319 und die 569 kann man immer gut gebrauchen. USB-C-Anschluss ist ja an vielen Gerätschaften vorhanden. Und dann auch noch eins in dieser guten Qualität mit Power Delivery ist die 10 Euro allemal wert. Klasse. Ja, schöner Artikel. Super Artikel. So. Also echt preiswert. Zack. So, oha, jetzt geht hier wieder die Post ab. Nicht nur hier bei uns, sondern mit jedem auch am Telefon. Denn es ist der Preisalarm. Und während wir eingangs gesagt haben, Sie dürfen jeden Artikel gerne bis zu 5-mal pro Besteller ordern. Es sei denn, wir sagen Ihnen etwas anderes, denn den dürfen Sie maximal 1-mal pro Besteller zu sich nach Hause holen. Aber es macht tatsächlich Sinn. Das ist ein 3-in-1 Damen-Akku-Epilierer mit zwei Aufsätzen. Ist Epilieren eigentlich schmerzhaft? Beim ersten Mal ja, beim zweiten Mal nicht mehr. So. Monika hat so viele Haare an den Beinen. Wir testen ganz das mal. Schmerzfrei. Mal gucken, ob der geht. Wir haben zwei verschiedene Aufsätze. Einmal diesen Epilieraufsatz und einmal so einen Rasieraufsatz. Ne? Ist echt so. So, das braucht man, um Haare zu entfernen. Sprechen wir es mal aus. Epilieren bedeutet, die Haare werden hier also wirklich mit Wurzel entfernt und wachsen dann eben nicht so schnell wieder nach, beziehungsweise gar nicht mehr. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn Sie sehr starke Armbehaarung haben, Beinbehaarung und das nicht mögen, dann sollte man sich ein Epiliergerät holen. Warum rede ich so viel? Ihr solltet darüber reden. Weil du ein Doppelleben führst? Nein. Also man sollte Epilieren tatsächlich mal ausprobieren. Ist eine schöne Ergänzung. Carsten, schieb mal dein Bein hoch da. Im Leben nicht. Hast du einen Epilierer, Moni? Ja, ich auch. Das war mir ja eigentlich. Aber meiner war viel, viel teurer als 10 Euro. 10 Euro? Ja. Was kostet sowas normal? 70 Euro ungefähr. 70? Ja. Wow, ja. Geht auch schon mal mehr. Ja, ist auch das, was man so für einen Rasierer ausgibt, ne, denke ich. Ich glaube, die Epiliere sind teurer. Ja. Ich habe mal für einen holländischen Hersteller habe ich mal so Roadshow-Geschichten gemacht. So spezielle Hausmessen nannte man das. Hat dieser Hersteller also in speziellen Hotels die ortsansässigen Kunden angerufen und angeführt. Und da sind die Dinge also auch vorgestellt worden. Also ich zeige das jetzt mal kurz, zum Beispiel an den Beinchen. Und dann so jede Partie abgehen. Ich sag Ihnen, gerade jetzt, wo die Sommerzeit beginnt und man vielleicht auch mal gerne ein Bikini anhat oder einen Badeanzug oder auch mal ein Kleid, wo man dann die Beine sehen möchte, das bringt auf jeden Fall was, weil ich mache das jetzt alle 2 Wochen oder so und das hält super. Ja, genau, super langanhaltend.
vielleicht nicht überall zu benutzen, weil ich glaube, überall wäre es ein bisschen schmerzhaft. Ja, in bestimmten Bikini-Zonen. Ach so. Aber an den Beinen kann ich es empfehlen. Ja. Wir sagen nichts, Carsten. Ich halte mich da raus. Meine Bikini-Zone bleibt. Aber der auch liegt unberührt. Auch gut in der Hand. Schönes der Design. Sieht auch richtig schön aus. Der glitzert so ein bisschen. Also perfekt für jede Frau. Vielleicht auch mal ein super Geschenk. Ja. So schön Perlmuttfarben. Ne? Mein Schatz, ich habe dir einen Epilierer gekauft. Ja, darüber freut man sich. Ich will ja nicht sagen. Darüber freuen sich doch Frauen. Weil man muss sich da nicht mehr jeden Tag rasieren. Das hilft echt. Ja. Erleichtert auf jeden Fall. Ungemein. Ich zitiere dich, wenn ich das tue. Ja, das hier sieht aus wie ein Trimmer. So, jetzt haben wir. Da ist noch ein Aufsatz dabei. Jetzt haben wir genau zwei auswechselbare Köpfe. Der eine kann epilieren, der andere kann rasieren oder trimmen. Trimmen. Ja, also auch das ist ohne weiteres möglich. Das Ganze wird mit einem Akku betrieben. Ladedauer ist dabei, ja, ein paar Stündchen. Insgesamt 40 Minuten Akkudauer ist Standard. Und auch die Inge aus Schwan ist begeistert. Ist echt gut, wenn man im Urlaub ist. Höre ich das übrigens immer wieder. Ja, die Rasiererei auf gebräunte Haut oder sonnenverbrannte Haut, habe ich mir sagen, das muss sehr unangenehm sein. Und die Nora aus Leipzig, der Rasierer ist für empfindliche Stellen geeignet. Präzise ist sie nicht geworden. NX8015 und die 569, wohlgemerkt, das war unser Preisalarm. Das heißt, bitte nur einmal pro Besteller, dann aber auch im kompletten Paket. Ich hatte einen schönen Artikel. Ja, finde ich super. Für 10 Euro. So. Definitiv muss. Zack. Vor allem, um es mal auszuprobieren, auch ideal. So, haarfrei ohne. Bitteschön. Ohne Pickelchen. So, ich darf den Umschlag wieder nicht zerknippen. Oh, wir gehen an den Strand, sehe ich jetzt. Ja, da waren wir ja gerade schon bei dem Thema. Was soll ich sagen? Eure Armut kotzt mich an. So, Achtung. Ich sage das aus einem ganz bestimmten Grund, weil wir das natürlich jetzt hier nochmal ganz anders produzieren können. Wo ist oben? Hier ist oben. Das ist deine Ecke. Danke. Und das ist meine Ecke. Dein Tanzbereich, mein Tanzbereich. So. Guck mal hier, wir haben, ich glaube, sogar zwei verschiedene dabei, wenn ich das richtig sehe. Ein 100-Euro-Schein in Form eines Badetuchs. Momentan unglaublich beliebt bei unseren Kunden. Haben wir zwei, dreimal gezeigt in den letzten zwei Wochen. Jedes Mal ging der Run auf diese Handtücher los. Jetzt stell dir mal so einen typischen Urlaub vor. Du bist am Strand, da hast du dann 100 Liegen und du kommst aus dem Wasser raus. Und diese 100 Liegen sind alle mit weißen, gelben oder blauen Handtüchern besetzt vom Hotel. Ja. So. Und ich kann mir vorstellen, dass so etwas hier nicht nur auffällt, sondern dass du damit natürlich auch deinen Platz irgendwo am Pool oder auch am Strand deutlich besser findest. Und ich möchte wetten, jeder, der da vorbeiläuft, der fängt aus Grinsen an. Gesprächsthema auf jeden Fall. Ja. Richtig cool aber auch. Die Qualität ist auch super und ich finde auch die Größe perfekt. Wir sind ja jetzt hier auch sehr groß. Dass die nicht so dick sind wie so echte Handtücher. Ne? Oh. Die passen ja oftmals nicht in die Strandtasche rein. Da hat man ja alles Mögliche drin. Ja. Sonnencreme, extra Bikini und so weiter und so fort. Und da passt so ein großes Handtuch oftmals gar nicht rein. Und das ist ja ultra flach. Ne? Ultra flach aus Mikrofaser. Wir haben hier noch das zweite Design. Das hat Carsten auch noch irgendwo drin. Diese Mikrofaser, die ist ausgesprochen saugkräftig, aber eben trocknet sehr schnell, aber ist eben auch sehr klein zusammenfaltbar. Ein Riesenvorteil. Und wir sind mit den 200 sind wir dran. So. Ich habe uns mal eben den 200-Euro-Schein besorgt. Damit sind wir ganz klar auf den Plätzen. Also wunderschön, ne? So, 300 Euro für 10. 300 für 20. Euro für 10. Ich finde die viel schöner als originale Scheine. Viel schöneres Farbbild. Geh damit doch mal einkaufen. Du das Handtuch, ich nehme den Schein. Können Sie den klein machen? Der 100-Euro-Schein hat die Bestellnummer NX6702 und die 569. Der 200-Euro-Schein hat die NX6703 und die 569. Die sind beide 180 x 90 cm, also wirklich riesengroß. Perfekt für einen Strand, fürs Freibad, für einen Baggersee oder vielleicht auch mal nach dem Sport. Die trocknen wirklich fantastisch und trocknen selber eben auch wieder schnell. Da hast du nicht so ein vollgesaugtes Frottee-Handtuch, sondern Mikrofaser. So ein nasses Frottee-Handtuch wiegt ja ungefähr so viel wie ein Kleinwagen. Ne? Kannst du aber besser mit schlagen. Ne? Ja, das stimmt. Habt ihr es auch gemacht früher? Selbstverständlich verprügeln wir Menschen mit Handtüchern. Selbstverständlich verprügeln wir. Haben wir. Was ist hier passiert, als ich weg war? Wir haben festgestellt, wir verprügeln beide Menschen mit Handtüchern. Oh, eine Heißklebepistole. Eine Hot Glue Machine Gun. Das ist so ein Basic, so ein Must-Have. Damit kann man das Handtuch befestigen. Was ist denn hier alles dabei? Ein Must-Have für jeden Autobesitzer. Und zwar ist das ein Kfz-Reparaturset. Ach so, das geht noch weiter.
Ein Kfz-Reparaturset, das heißt, Sie können damit ganz einfach solche kleine Dellen reparieren. Oh, habe ich jetzt auch nicht gewusst, dass du das selber machen das kannst. Denn? Ist auf jeden Fall super einfach, steht hier. Und das werden wir jetzt mit Sicherheit sehen. Sie haben hier eine Heißklebepistole mit dabei und drei Spezialklebestifte, mit denen Sie dann ganz einfach die Dellen beseitigen können. Ich muss mir das mal jetzt hier live machen. Ja, das wird draufgelegt auf die Delle und dann wird das so rausgezogen. Übrigens machen die Profis nichts anderes. Ach, ja. Also auch so ein Aufbereiter, wenn du irgendwo mal so eine Delle drin hast, der macht das genauso wie hier auf dieser, oder die meisten zumindest, aha, wie hier auf diese Art und Weise. Das wird festgespannt und dann wird diese Delle quasi rausgezogen. Und wozu brauchst du die Heißklebepistole? Das ist ein sehr, sehr cooles Ding hier. Ich habe auch zwei Dellen im Auto. Ich habe einen im Dach und weiß nicht, wo sie herkommt, und einen hinten im Kofferraumdeckel. Und die Heißklebepistole braucht man, um das festzukleben. Oh. Genau. Ah. Funktioniert nur nicht mit weißen Autos. Und dann hat man so einen Proppel auf dem Auto? Nee, ne? Das ist ja Spaß. Der löst sich dann wieder. Ach guck, jetzt hat man es rausgezogen. Ah, jetzt zieht man es raus. Achtung. Oder wie? Danach nimmst du dir ein scharfes Messer und schneidest den Rest jetzt von dem Kleber wieder ab. Das ist hier alles dabei. Ach, nee. Das ist ja Wahnsinn. Ha. Das habe ich noch nie gesehen bei uns im Programm. Wie geht hier das? Also ich meine, so kleine Dellen. Das macht sprachlos, wenn man das sieht, oder? Also unglaublich. Das passiert ja wirklich unglaublich einfach aus und das passiert jedem ja mal. Also wenn du irgendwo blöd parkst, jemand haut seine Tür in deine Tür, dann hast du so eine kleine Delle oder Steinschlag. Hast du schon mal unter einem Kastanienbaum geparkt? Kastanienbaum, wollte ich gerade sagen. Wenn du da nicht aufpasst, hast du eine Delle in der... In der Motorhaube. Oder Hagel, im Dach. Ist auch sowas. Also hier, schaut mal. Von Sven B. habe ich hier eine Rezension, die möchte ich Ihnen gerne auch mal vorlesen. Der schreibt nämlich, beschreibt genau das, was wir eben gerade auch uns dachten. Es ist ein Wunder, wie Bollen aus dem Auto herausgedrückt werden können. Der mitgelieferte Spachtel entfernt entgegen meiner Annahme die Klebereste total. Bei meinem Auto und auch beim Tank meines Motorrades angewandt. Klasse. Ach, jetzt verstehe ich das auch. Ja, Wahnsinn. Absolut faszinierend. Ja. Muss, wenn Sie auch eine Delle am Auto haben, früher oder später kommt die eh, bestellen tun Sie diesen Artikel für nur 10 Euro. Genial. Mit der PE 4794 und der 569. Ich bin ganz baff. Ja, die Klebepistole alleine hätte mich schon überrascht für 10 ja Euro. Aber so ein Dellenreparatur, ich habe das noch nie gesehen bei uns. Cool. Dankeschön. Die Pistole kannst du Achtung sicherlich auch für andere Achtung verwenden. Nicht falten. Wenn wir diese Heißklebe einsetzen, ja, da, die kriegst du dann mittlerweile überall. Haben wir, glaube ich, oh, ja. Da freut sich wer. Die sind sehr cool. Freust du dich? Das sind hier die Mini Gewürzmühlen. Ich glaube, es ist eine Mühle. Kein Steuer, sondern eine Mühle. Richtig, ja, ganz genau. Du musst mir nur verraten, ob es ein Zweier- oder ein Dreier-Set ist. Es ist ein Dreier-Set. Drei Stück davon. Cool. Das ist cool. Sind die nicht klasse? Oh, die ganz knuffig, so kleine Gewürzmühlen sind. Das, guck mal, hier ist sogar was drin. Kennst du die? So. Kleine Gewürzmühlen für unterwegs oder für zu Hause natürlich. Und ich glaube, wir kennen alle diese schäbigen Plastikdinger, die man mitunter mal im Supermarkt für die Gewürze kauft. Sowas stellt man nicht unbedingt dann auf den Tisch. Sowas nutzt man vielleicht beim Kochen, ja. Aber wenn es schön sein soll, dann nimmt man vielleicht doch lieber was anderes. Hier sind aber normalerweise Gewürzstreuer um ein Vielfaches größer, dementsprechend mitunter etwas unpraktisch. Die sind unglaublich klein und knuffig. Und ich behaupte, nicht nur für zu Hause klasse, ja, mal so für ein Frühstückseimer ein bisschen Salz dazu oder mal zum Nachwürzen Salz und Pfeffer. Ich glaube, gerade für unterwegs sind die interessant. Auch mal für ein Picknick oder mal für ein Campingmobil, wo du per se wenig Platz hast. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und vor allen Dingen haben die hier ein hochkarätiges Keramikmahlwerk drunter. Kannst du von der Körnung sogar noch einstellen. Und dann hast du hier eine zuverlässige, kleine, aber feine Gewürzmühle. Ich finde von der Qualität cool her wie die großen Gewürzmühlen. Ja, ne? Auch mit dem Glas, dass man sehen kann, ob man es schon nachfüllen muss. Ich finde die richtig knuffig. Gerade im Campingbereich hat man ja wirklich wenig Platz. Ja. Ich bin ja nicht so Fan auch davon, wenn du den Tisch deckst für deine Gäste und dann kommt die große Pfeffermühle. Ja. Ja. Da bin ich persönlich raus, wenn muss ich umfällt, ehrlich sagen. Nein, bei dem Preis kann ja jeder seine eigene Pfeffermühle da bekommen. Ja, ja. Andererseits, ich habe hier einen ganz interessanten Kundenbeitrag von Katja aus Eitorf. Auf Reisen eigentlich unverzichtbar, wenn man nicht unbedingt die unhygienischen von tausend anderen angefassten Streuer möchte. Ist auch ein Grund, ne? Das stimmt. Man kommt mit gewaschenen Händen zum Frühstückstisch und hat dann da irgendeinen Salzstreuer, wo man nicht weiß, ob die Leute sich die Hände gewaschen haben. Ich finde die einfach super süß. Aber super schick auch, ne? Ja. Die sind hier echt mit dem cool Edelstahl. Schön. Weil das Dreier-Set, aus Edelstahl mit Keramikmalwerk, alles drin, alles dran für 10 Euro.
Also ich habe Vergleichbares noch nie im Einzelhandel gesehen, es rechnet in dieser kleinen, kompakten Form. Aber für 10 Euro kann ich mir vorstellen, kriegst du die sonst nirgends. 10 Euro für drei dieser Pfeffer- und Salzmühlen oder Gewürzmühlen mit der Bestellnummer NX5995 und die 569. Wenn Sie mal eine Gesellschaft haben, kann hier jeder seinen eigenen bekommen. Bei dem Preis können Sie gerne mehrfach zugreifen. Aber es ist wirklich, die sind einfach sehr, sehr schick, finde ich auch. Klasse, ne? Richtig klasse. Schön, also eine tolle Idee, habe ich auch noch nicht gesehen. Nee. Wir haben Premieren heute für uns. Wir sind schon eine Weile dabei. Wir machen weiter. So, wollen wir noch mal schauen, was das großes ist. Paket. Oh, großes Paket. Das gibt es natürlich für mich. Das gibt es natürlich schwer. Für dich. Ist auch schwer. Ist schwer. Neun Umschläge sind schon. Ja. Was ist denn da drin? Hast du einen Tipp? Lampen? Hä? Tennisschläger. Es ist ein Desinfektionsgerät. Aha. Ein UV-Desinfektionsgerät. Okay. Was desinfiziere ich damit? Alles. Handys, Brillen. Oh, an Handys sollen ja ganz, ganz viele Bakterien dran sein, habe ich mal gelesen. Ja. Nein. Man wäscht immer die Hände. Das kann doch gar nicht sein. Man wäscht immer die Hände, aber das Handy wäscht man nie. So, hier kann man jetzt ganz einfach, da ist kein Wasser drin, das ist mit UV-Licht, wird das ganz, ganz einfach gereinigt und desinfiziert. Da kann man jetzt eben auch elektronische Teile reintun. Zum Beispiel eine Maus oder sowas. Eine Maus ist auch so eine Sache, die nie sauber gemacht wird. Die arme Maus. Mhm. Du kannst aber auch Aromatherapie damit machen. Gemeinte Frage, wer geht mit seinem Handy aufs WC? Jetzt tut nicht so. Also ich sage ja, bei mir ist sonst immer langweilig. Echt? Ja, egal ob ich unter der Dusche stehe, läuft irgendwas oder wenn ich halt... Nimmst du es mit unter die Dusche? Nee, das steht draußen. Ich höre es trotzdem bei anderen Dingen auch. Klar, sonst ist es ja langweilig. Ich nehme sogar zum Tauchen mit. Ja, aber du nimmst dein Handy doch bestimmt auch mit ins Bad. Ja, ist ja die einzige Zeit und die einzige Möglichkeit, wenn man mal 10 Minuten entspannt mal was gucken kann. Ja. Ingo? Ich nehme es wirklich nicht mit auf Toilette. Ja, dir glaube ich das sogar. Du vergisst das sogar im Auto. Also. Ich habe eine Screentime, wir haben das mal nachgeguckt neulich doch, ne? Ja. Wo ich aufs Handy gucke, ich glaube vor einer Stunde am Tag, wenn es hochkommt. Ja. Wir haben das mal verglichen und manche haben wirklich, du hattest 13 Stunden, Moni? Ich glaube, Moni hatte 13 Stunden. Jetzt. Und wir haben um 12 Uhr mittags geguckt. Wir haben um 12 Uhr mittags geguckt. Nach 12 Stunden hatte Moni schon 13 Stunden Screentime. Also hiermit können Sie alles desinfizieren, was hier reinpasst. Eben unter anderem elektronische Geräte, weil hier kein Wasser dabei ist. So Leute, jetzt sehe ich hier aber einen Knopf, da steht Aromatherapie drauf. Aromatherapie. Was hat es damit auf sich? Zuschaltbare Aromafunktion. Zugabe von ätherischen Duftölen möglich. Aha. Das sind aber viele Äs und Ös. Zugabe von ätherischen Duftöl möglich. Damit das Handy dann gut riecht, oder alles machen kann. Das steht hier nicht. Guck mal, eine Uhr oder zuschaltbare Aromafunktion. Insofern hast du mit dieser Aromatherapie gar nicht mehr so unrecht. Halten wir mal grundsätzlich fürs Protokoll fest, du reinigst damit natürlich chemiefrei. Das ist schon mal richtig. Punkt Nummer eins. Materialschonend und ausgesprochen umweltfreundlich. Mhm. Und wenn du möchtest, dass dein Handy nach Rosen duftet, dann packst du auch noch Duftöl rein. Einverstanden? Dann packst du Duftöl rein. Lavendel. Also, ich finde das toll, dass das ohne Flüssigkeit ist für elektrische Geräte. Fantastisch. Da können alle mal eine Reinigung gebrauchen hier. Hier wird alles gründlichst desinfiziert. Ich finde es auch schön, diese Anzeige. 25%, 50%, 75%, 100%. Ja, kannst du dann abwählen. So, gegen Keime, Viren, Bakterien, Schimmelpilze, Milben. Hier mal ein paar Fotos. Nein. Also eine richtig coole Geschichte zum Desinfizieren von kleinen Gegenständen mit der PX2488. Und die 569, und das war die 10-Euro-Show für heute. Bleiben Sie doch einfach bei uns im Programm.